Hallo und herzlich willkommen zu Anno 1800. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe gerade eine Meldung erhalten und zwar brauchen wir in Weilbeck, wo auch immer das möge, einen Besucherhafen. Da bleiben anscheinend die Besucher weg. Ja gut, hier gibt es auch nichts Besonderes zu besuchen, beziehungsweise für touristische Attraktionen sehe ich hier kein Potenzial. Also da würde ich den Besucherhafen jetzt tatsächlich nicht bauen. Ich denke mal, der kostet uns da nur unnötig Geld. Dann haben wir hier, ja, hier fehlt natürlich auch noch ein Besucherhafen. Selbstverständlich, weil wir hier nur ein Kontor haben. Das wollen die Besucher unbedingt besuchen. Selbstverständlich. Und Salza Verde. Okay, das ist wiederum schön. Das könnte ich mir echt vorstellen als Ausflugsziel. Aber ich weiß, neue Gebäude freigeschaltet. Darf ich mir die mal angucken? Welche Gebäude habe ich denn jetzt freigeschaltet? Okay, wird mir nicht angezeigt. Ist egal. So, wir haben doch aktuell eine Expedition am Laufen, oder? Ins Land der Löwen. Die läuft noch gut, oder was? Ist da jetzt? Kriege ich irgendwelche Informationen? Tage auf hoher See, 59. Itemsockel. Okay, wir haben einen Bullenkopf, wir haben Reiseveranstalterin und wir haben eine Dozentin. Gut. Sind wir auf jeden Fall gerüstet für die nächsten Expeditionen. Ich hatte einen kleinen Fehler gemacht bei dieser Expedition. Und zwar war ich der Annahme, man muss immer nur einen Hafen aussuchen. Hätte ich jetzt aber beispielsweise diesen Kreuzweg genommen, also einmal nach oben, ne, und dann wieder nach unten, hätten wir beide Hafen ansteuern können. Das war ein Fehler meinerseits. So, dann haben wir eine Warnung. Eins ihrer Schiffe wird angegriffen. Ich glaube, da war mal ein Schiff, oder? Oh, nö. Schiff. Vom Stapel. Wahrscheinlich gelaufen. Von den Piraten, ne? Ich denke mal von den Piraten. Hier. Diese Piraten hier. Los Piratos. Was haben wir denn für mich hier? Die Netze auszuwerfen? Lieferaufgabe für die Piraten. Lieferaufgabe. Carpe diem. Carpe diem. So, das heißt, wir brauchen 28 Tonnen Brot. Das Problem ist. Ich glaube, wir haben hier gar kein Brot. Oh, wir haben hier auch noch eine Aufgabe. Die Sonne brennt heiß. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Eine versteckte Belohnung. Wenn ich es selber machen könnte, würde ich nicht fragen. Okay, baue eine Kapelle. Kapelle. Okay, wir bauen eine Kapelle. Die wollen eine Kapelle haben. Dann kriegen die selbstverständlich eine Kapelle. Und die Kapelle, würde ich sagen, setzen wir hier hin. So. Ich bin so stolz. Oh. Wir haben was für ein Zoo bekommen. Sensationell. So, wir müssen jetzt in die alte Welt. Genau, wir gehen jetzt in die alte Welt. Hatten wir nicht hier schon einen Auftrag gegeben? Ja, wenn wir zur Maininsel gehen würden. So, der Schoner, pass auf. Schoner steht bereit. Ja, pass auf, du fährst jetzt hier hin und holst 28 Tonnen Brot. Damit wir dann den Piraten das liefern können und dann steigen wir in der Gunst des Piraten. Pass auf, wir brauchen 28 Tonnen Brot. 28 Tonnen. Okay, pass auf. 10, 20 und 28. So, jetzt schauen wir mal kurz in der neuen Welt nochmal nach, welchen Hafen wir am besten anfahren können und ich würde sagen, das ist hier. La Acazabita. La Acazabita. Werden wir jetzt anfahren, das heißt, wir gehen jetzt wieder in die alte Welt, sagen dem Schoner, genau, der soll jetzt nach La Acazabita fahren. So, auf geht's. Okay, hier haben wir noch eine Fregatte. Was wollte ich noch machen? Ich wollte eigentlich noch eine Route machen, ne? Ich wollte eigentlich noch eine Route aufsetzen und zwar Schnappes, ne? Ich glaube, das war Schnappes. Soweit ich mich erinnere, wollten wir Schnappes verkaufen. Ist das richtig, was ich da sage? Schnapp, 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 Schnapp. Gut, dass man Schnaps hier sofort findet. Rum? Ja, das haben wir nicht. Schnaps. Hä? Junge, wo ist denn hier Schnaps? Unaussprechliche Schnaps. Ja, warte Schrecken mal kurz. Wichtigeres, ich suche gerade Schnaps. Hä? Wie kann ich das denn jetzt finden? Konsumgüter. Da, Schnaps. Ja, genau. Das heißt, wir brauchen noch einen Schoner. Ja. So. Schoner wird gebaut. Schoner wird schon gebaut. Alle Mann auf Gefechtsstation. Oh. Der Kalysmar-Kanal. Die Expedition hat Explosion. Explosion ist eine Kombination aus Explosion und Expedition. Hat Trümmer über den gesamten Kanal verstreut. Als ihr Steuermann vorsichtig in den kürzlich eröffneten Kalysmar-Kanal einfuhr, erschallt vor ihnen ein ohrenbetäubender Knall, der einen Großteil der Besatzung auf die Planken schickt.
gestoßen oder hatten die Angst und haben sich so wie so eine Made da zusammengerollt. Nach dem ersten Schrecken eilt die Mannschaft auf ihren Posten, bringt das Schiff auf langsame Fahrt und kommt wenige Meter vor den brennenden Überresten eines Schiffs mit schwerer Schlagseite zum Stehen. Es wird sicherlich Tage dauern, bis alles freigeräumt ist und der Schiffverkehr wieder aufgenommen werden kann. Einer ihrer Matrosen runzelt die Stirn. Ist das nicht seltsam, dass da keiner im Wasser schwimmt? Und tatsächlich, von der Schiffsbesatzung gibt es keine Spur. Ein Rätsel, das unbedingt... Wir müssen Ayman Abdallah rufen. Galileo Mystery. Gefechtskunde. Mit ihrer aktuellen Expedition unzureichend vorbereitet. Erfolgschance plus... Okay, die setzen wir ein. Es bedarf einer Überzeugungskraft. Doch es gelingt ihnen, die Beamten... zu überreden, sie einen Blick in die Frachtpapiere des Schiffs werfen zu lassen. Dort steht FS Deux Freres aus Aquiana. Heute wird heute für die Durchfahrt freigegeben. Polstermöbel und Werkzeug, nichts zu verzollen. Nichts Ungewöhnliches, doch bestimmt etwas nicht. Alter, ich sehe immer F5 hier, keine Ahnung. Plötzlich fällt ihnen einem ihrer Matrosen ein. FS? Fragezeichen. Ist das nicht die königliche Präfix? Ja, keine Ahnung. Aber warum wird es dann als ausländisches Schiff registriert? Langsam dämmert ihn. Angenommen, das ist kein Fehler. Bedeutet das dann nicht, dass ihre Landsleute absichtlich Sabotage betreiben haben? Falls sie die örtliche Behörden darüber informieren, könnte die Folgen für die Krone haben. Ja, die Menschen haben Recht auf Aufklärung, finde ich. Sind wir der Moral gestiegen? Die Entscheidung fällt nicht leicht, doch ihr Mannschaft überzeugt, dass Loyalität der Wiedergutmachung eines Unrechts nichts im Wege stehen dürfte. Beschließt, die Informationen an die Behörden von Khalil weiterzuleiten. Geil. Der Kanalvorsteher dankt ihrem Captain überschwänglich, lobt seine Ehrlichkeit und besteht darauf, die Mannschaft für ihre Reichlichkeit zu belohnen. Beim Abschied nimmt der Captain zum dankbaren Amtsmann noch das Versprechen ab, gegenüber niemand die Quelle dieser Informationen zu erwähnen. Sehr schön. So, hier hätte ich nämlich da noch irgendwo hinfahren können. Ja, aber wo fahren wir jetzt hin? Heilige Stadt? In Besa? Vielleicht, ich weiß nicht. Wenn wir jetzt hier hinfahren, können wir dann hier hinfahren? Oder wenn wir hier hinfahren, können wir dann hier... Ja, komm, ich nehme jetzt erstmal die Savanne. Captain wartet. Natürlich machen wir hier weiter. Mit rum geht es besser. Weil dann fahren wir einmal rum. Was haben wir eigentlich für Aufgaben? Expeditionen. Nein, ich wollte Aufgabenbuch gucken. Achso. Ja. Ich muss noch hier zu dem Schiff segeln. Oh. Ich hab da was vergessen, ne? Schaffen wir das in 5 Minuten? Auf die alte Dame ist Verlass. Ah, ich weiß es nicht. Ja, das wird knapp. Fahr mal ein bisschen schneller, bitte. Bitte fahr schneller. 4 Minuten noch, alter Verwalter. Ich sollte die Aufgaben besser im Auge behalten. Mist. Ja. Komm, hier, Transfermenü. Was sollten wir? 14 Tonnen Ziegel. Oh, warte mal. Wir sind doch schon da. Kannst du... Steuermann! Kannst du hier mal abgeben? Hallo? Gib ab! Was muss ich denn da machen? Wie kann ich dem jetzt sagen? Patrouille? Nee. Ja, guck mal, ich hab hier... Beginnen Geleitschutz! Ich hab hier was für dich. Ich schmeiß... Zu weit weg. Okay, jetzt. Zu weit weg, jetzt. Soll ich schon mal einschenken zum Anstoßen? Ja. Du hast einfach den Dreh raus. Schoner steht bereit. Schoner steht schon bereit. Sehr schön. Sehr erfreulich. Wir haben dann, würde ich sagen... Die Waffenruhe wurde beendet. Okay, dann fährst du hier hin. Du fährst hier hin. Bauen Sie eine Speicherstadt, müssen wir auch noch machen, ne? Expedition sind wir ja dran. Ah, wir müssen noch zu dem Leuchtturm segeln, ne? Von für gesunkene Schätze. Neue Befehle, ja, komm. Dann segeln wir jetzt mal dahin. Ich weiß nicht, was mich erwartet. So, neue Welt. Was haben wir denn da für Aufgaben?
Genau, 28 Tonnen Brot. Na, pass auf, 28 Tonnen Brot. Warte, kriege ich nochmal dafür? Ach so, genau, Ruf und 6000. Ja gut, aber Schiff ich muss ja... vom Stapel gelaufen. Ja, das ist schön. Oh, dann können wir jetzt handeln. Pass auf, die alte Welt. Hier. Und zwar... Einsatzbereit. Die Ave Maria. Ist christlich. Assoziiere ich jetzt mal mit der Kirche. Und in der Kirche wird viel Wein getrunken. Oder auch Spirituosen. Also passt das doch. So, wo sind wir jetzt? Achso, du... Hi, du hi. Wo fährst du eigentlich hin? Ah, du kommst wieder, ne? Ich glaube, du kommst wieder. Ich bin mir sicher, dass du wieder kommst. Genau. Schoner steht bereit. So, die Ave Maria werden wir jetzt zuteilen. Und zwar Route. Route einrichten, Handelsroute. Von hier nach hier. Hier lädst du ein... Der Teufel fordert seinen Tribut. Warte doch mal, ich muss kurz hier rumladen. Da. 50? Warenladen, genau. Fracht entsorgen, auf die Löschung warten? Nee, auf Waren warten. Genau, du sollst jetzt hier auf Waren warten. Und dann sollst du hier die Waren entladen. Auf Löschung warten kann ich nicht machen. Deaktiviert. Weil ich verstehe das nicht. Schnaps wird verkauft. Ich biete Ihnen meine bescheidenen Dienste an und bin zuversichtlich, dass ich Ihre prekäre Lage ich muss noch ein Schiff hinzufügen. Genau, die Ave Maria. Stimmt. Sorry. So, jetzt läuft es. Jetzt kriegen wir richtig Schotter. Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vaterland. Okay. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Moment, Moment, Moment. Also, wir haben jetzt eine neue Aufgabe. Dann müssen wir hier noch müssen wir noch Entscheidungen treffen. Und mir fällt gerade ein, haben die Schoner nicht... Segel setzen. Moment, haben die nicht mehr Frachtplätze? Nee, dann fahren die zweimal, ne? Aber die haben zwei Frachtplätze. Das heißt, ich kann doch hier theoretisch Schnappes nehmen und hier entladen, oder? Wir haben zwei Frachtplätze. Verfügbare Frachtplätze auf zugewiesenen Schiffen. Ah, siehst du? Dann kommt diese Fehlermeldung. Das heißt, ich brauche diesen einen Schoner gar nicht losschicken. Ja, ist doch besser so. Annehmen. Genau, und diese Route kann ich jetzt löschen. Wie kann man Routen löschen? Mit rechter Maustaste? Ah, Route löschen. So, macht ja viel mehr Sinn so. Und du lädst mal bitte den Schnapp. Ja, den Schnapp ist wieder. Ich kann nicht mehr entladen. Ja, dann bleiben wir da. Mist. Gut, pass auf. Dann haben... Aber der hat nur einen Frachtplatz. Schoner haben... Hi. Das Schoner? Das ist auch ein Schoner. Die hat einen Frachtplatz. Die haben zwei Frachtplätze. Hä? Schnaps, ey. Wir haben Schnaps so viel, ne? So viel. So. Ach so, das ist wieder eine Expedition. Ja, Moment. Das machen wir nachher. Ich hatte hier einen Auftrag. Oder beziehungsweise ich muss eine Entscheidung treffen. Gesegneter Regen. Weite, sonnenbeschienene Ebenen erstrecken sich vor ihnen. Langes, ausgeblichenes Gras glitzert vom Regen der letzten Nacht und ein paar Bäume spenden Schatten vor der jetzt schon warmen, orangefarbenen Sonne. Voll geil umschrieben. Verborgen im dichten, hohen Gras erwachen an diesem Morgen zahllose Kreaturen und kommunizieren vergnügt, während die Savanne sich mit dem Leben füllt. Etwa eine Meile entfernt liegt ein
Talsenke mit einem vegetationsreichen Wasserloch, an dem sich viele fremdartige Tiere versammeln. Bevor die Hitze des Tages sich über den Land fällt, monumentale Felsen ragen hoch über die Ebene hinaus. Sicherlich bietet die sich königliche Aussichten. Okay. Ich würde sagen, wir gucken von oben, weil es sind verschiedene Tiere und ich weiß nicht, was für Tiere. Der Aufstieg ist mühsam und lang, doch ihre besten Kletterer finden sich einen gangbaren Weg für die Mannschaft und verwenden dicke Seile und Mehl. Oh, Mehl, damit die Hände nicht rutschig werden. Schnell aus dem Lager herbeigeholt für besseren Halt. Endlich erreichen sie den höchsten Vorsprung, eine lange Platte aus ockerrotem Stein, die von unzähligen Regengüssen und Stürmen geglättet wurde. Unter ihnen erstreckt sich die unendliche Wildnis, staubig und windgepeitscht. In der Ferne ziehen dicke Wolken drüber und werfen dunkle Schatten. Eine goldene Stille liegt über dem Land, gestört nur durch das langsame Schreiten seltsamer, langhalsiger Tiere in der Ferne. Giraffen? Eine tiefe, kennen die wahrscheinlich noch nicht zu der Zeit, ne? Ein tiefes Grollen ertönt plötzlich hinter ihnen und als sie sich umdrehen, sehen sie sich Löwen gegenüber. Na toll. Die sich ihrer Mannschaft mit zerfletschten. Sie sind das Reh der Herr eingedrungen. Sehr schön, das freut mich. Alpha-Männchen erschießen? Ich habe. Sie können Menschen, denen sie begegnen, durch Bestechung davon überzeugen, ihnen zu helfen. Ich habe kein Essen, ich habe nur Rum. Und wenn wir die jetzt. Oh Mann. Alpha-Männchen erschießen. Aber sind nicht die Weibchen die Jäger? Oh Mann. Sie mit Essen ablenken. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Rohr, nicht gut. Pass auf! Unwahrscheinlich. Geht nicht? Nicht? Nicht. Kann ich jetzt nochmal aussuchen? Ah, okay. Oh ne, kann ich doch nicht. Ihr seid fehlgeschlagen. Da geplant war, bis zum Mittag zurück im Lager zu sein, hat die Besatzung nur wenig Proviant dabei. Lange nicht genug, um die hungrigen Löwen zufriedenzustellen. Vielleicht ist es nur die Einbildung, doch ein tiefes Grollen bringt den Felsen zum Entzittern, als sich von allen Richtungen weitere Biester bedrohlich nähern. Oh, da müssen wir den Felsen runterbringen lassen, ne? Nach der Landung in die Ecke drängen. Der Frau befehlen zu schießen und hoffen, dass die Pistole funktioniert. Einen Stahlhagel auf sie werfen. Mist. Ein düsteres Grinsen erscheint auf ihrem Gesicht, als sie blitzschnell die Pistole zieht. Die Sonne glänzt auf dem silbernen Lauf, als mehrere Schüsse mit tödlicher Präzision und Geschwindigkeit die Mündung verlassen. Es folgt eine kurze, unglaubliche Stille, als vier Löwen im Staub zusammenbrechen. Alter, voll der Lucky Luke. Blut aus den kleinen Wunden zwischen ihren Augen tropfend. Alter, direkt Headshot. Die Frau lächelt zufrieden und steckt die Pistole mit einer ausladenden Geste zurück in den Holster. Die Seeleute brechen in Jubel aus und auf dem Weg hinunter auf dem Felsen scharen sich um die Scharfschütze, um sie über ihre Pistole auszufragen. Die letzte der Bolt Six Shooter und schon verbreitet sich wie ein Lauffeuer die Legende der Frau. Oh, wir haben eine neue Legende geschaffen. Geil. Das heißt, wir können jetzt zur Heiligen Stadt? Ja, können wir. Ja. Guck mal. -10, -10. Ja, egal, kriegen sie trotzdem rum. So, irgendein Schiff ist wiedergekehrt. Ein Schiff ist wiedergekehrt? Stand da gerade? Kam doch da gerade die Meldung? Oder sehe ich das falsch? Aufgabenbuch? Nee. Muss ich da vielleicht Weltkarte, neue Welt? Nee, ist der nicht. Okay, alte Welt.
Oh, kann das sein, das eine Schiff mit der Schoner Kiste... Schoner steht bereit. Da, ja. Mit der Kiste ist zurückgekommen. Okay. Was haben wir hier? Nichts. Einsatzbereit. Aber ich kann immer noch nicht... Guck mal, wir haben so viel Schnappes, ne? Wo ist eigentlich mein Schiff mit den Schnappes? Ach, fährt noch. Okay. Du kannst auch Schnaps laden, ne? Nur so als Hinweis. Ja gut, sehr schön. Dann haben wir ja schon wieder einiges geschafft. Und wir sind erfolgreich dank der Scharfschützin weitergekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.